Hallo, ich bin Carsten in Mülheim und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Also heute wird es ein etwas anderes Video geben. Und zwar, der eine oder andere hat es ja mitbekommen, ich habe mir für den Weg zur Arbeit ein Faltrad angeschafft. Und ja, am Wochenende fahre ich oft oder meist zu meinen Eltern nach Mahl. Ich wohne ja in Mülheim, meine Eltern in Mahl. Ja, normalerweise lege ich den Weg mit dem Auto zurück. Ich habe beschlossen, dieses Wochenende nehme ich mal das Faltrad. Ich habe keine Ahnung, wo der Weg jetzt wirklich lang geht. Also ich habe die Adresse von meinen Eltern ins Navi eingegeben, ins GPS eingegeben und ja, ich lasse mich einfach mal überraschen, wo es lang geht. Ich weiß, okay, das erste Stück geht hier auf so einer alten Bahntrasse. Da gibt es ja im Ruhrgebiet mittlerweile richtig viele von. Die ganzen ehemaligen Werksbahnen bzw. Kohlebahnen, die sind ja mittlerweile stillgelegt und da gibt es dann hier im Ruhrgebiet jede Menge Radwege neuerdings. Aber ich würde sagen, ich fahre mal langsam los und dann schauen wir mal, wo es lang geht. Ich wusste ja, dass das Ruhrgebiet grün ist, aber ich hätte jetzt echt nicht damit gerechnet, durch so viel Grün heute zu fahren. Ja, von Mülheim aus geht es klassischerweise natürlich durch Essen. Bis man erstmal durch Essen durch ist, da dauert es natürlich ein Stückchen. Aber glücklicherweise führt mich das Navi kaum über Straßen, die ganze Zeit durch irgendwelche Parks, die ich nicht kannte. Das ist aber eigentlich ganz nett. Ja, jetzt bin ich an der Bühne oder am Amphitheater vom Nordsternpark und das sagt mir, dass ich durch Essen durch bin und in Gelsenkirchen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so eine coole und auch grüne Tour ist. Ich meine, dass das Ruhrgebiet grün ist, das weiß ich ja, weil ich hier lebe. Das denken immer nur Leute, die das hier nicht kennen, dass das Ruhrgebiet immer noch dreckig und grau ist. Aber dass ich hier so langanhaltend und größtenteils wirklich durchs Grüne fahre, da habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe wirklich mit viel, viel mehr Stadt gerechnet. Zwischenzeitlich geht der Weg jetzt hier aus Gelsenkirchen raus oder
ich weiß gar nicht, wo ich genau bin, hier über den Golfplatz. Ja, ich bin jetzt gerade durch Westerholt durchgekommen. Das heißt, ich habe jetzt noch ungefähr 10 Kilometer bis zu meinen Eltern. Ich mache jetzt hier ein kurzes Päuschen und ja, da mich einige schon nach dem Rad gefragt haben, nach dem Rad, werde ich euch das Rad jetzt mal ein bisschen genauer vorstellen. So, es handelt sich um ein Dahon SUV D6, also SUV heißt nicht hier SUV. So, die Firma Dahon kommt aus Kalifornien, auch wenn der Name so asiatisch klingt. Nee, kommt aus Amerika, aber Firmengründer sind tatsächlich auch Asiaten. Dahon ist oder sagt von sich selbst, der größte Hersteller von Falträdern zu sein. Ja, und hier das SUV ist das Einstiegsmodell von denen, allerdings auch schon direkt mit Straßenzulassung, das heißt mit Licht. Und das war mir auch wichtig, weil ich will es ja tatsächlich im Alltag fahren, also im Straßenverkehr fahren, und da war es mir schon wichtig, dass ich auch Licht am Rad habe. Ja, der Sattel ist nicht Serie, das ist der Brooks B17. Ja, bin noch in der Einfahrphase, aber ich finde, der ist schon ganz gut und da tut der Hintern auch gar nicht ganz so doll weh. Ja, die Taschen, die ich hier dran habe, sind von VD. Ich finde die eigentlich ganz klasse. Sind auch wasserdicht, wenn man sie richtig zubekommt. Ist jetzt hier bei der anderen Tasche, da ist ein bisschen was Größeres drin, da kriege ich sie jetzt halt nicht richtig zugerollt, aber ansonsten sind die echt super. Ja, und am Lenker habe ich hier so ein, ja, es soll einen Korb darstellen, gibt es beim Decathlon, ich weiß jetzt gar nicht, kostet ein paar Euro, ist jetzt nicht so teuer. Ja, ich finde es ganz praktisch, kann man sein Schloss reinschmeißen und hat es dann immer dabei. Ja, zum Zusammenklappen muss ich es natürlich abnehmen, kein Thema, überhaupt kein Problem. Ja, ich habe es geschafft, bin in Mahl, aber jetzt muss ich noch einmal ganz durch die Stadt durch, also vom einen Ende zum anderen. Da sind noch, weiß ich nicht, 7 Kilometer, schätze ich mal, gucken wir mal. Ja, so kommt man an Ecken seiner Heimatstadt, an der man, weiß ich nicht, 20 Jahre nicht mehr war. Keine Ahnung, wann ich zuletzt hier mit dem Fahrrad dieses Stück hier gefahren bin. Ja, bei meinen Eltern angekommen, muss sagen, also habe ich ja schon ein paar Mal heute gesagt, also es lohnt sich wirklich, mal einfach so eine Tour ins Ungewisse zu machen. War wirklich eine schöne Tour. Habe echt nicht damit gerechnet, dass ich so viel Grün an dem Tag sehe. Ja, also das wird auf jeden Fall hier
eine Ausnahme bleiben. Also es wird hier nicht regelmäßig Radvideos geben. Vielleicht das ein oder andere Radvideo, aber das ist dann eher dann wirklich die Ausnahme. Ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.